Hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Willkommen mal wieder zurück zu einer Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Legen. ich meine natürlich Erkundungsteam Himmel. Ja, die letzte Folge ist eine Weile her. Wir haben das Finale gemacht und dann eine Pause für das Fangame Pokémon Günther The Broken Story eingeschoben. Jetzt geht es wieder weiter. Ich habe ehrlich gesagt im Moment immer noch keine Ahnung, womit. Das wird ja jetzt eine kurzfristige Entscheidung, ob wir mit den Bonus-Episoden beginnen oder mit dem Hauptspiel. Ich weiß, dass ich im Hauptspiel eine Attacke sehr bald benötigen werde und auf welchem Level ich sie bekomme. Ich weiß nur nicht mehr, auf welchem Level ich bin. Ich würde aber sagen, entweder schieben wir irgendwann in der After-Story vom Hauptgame die Bonus-Episoden ein oder gar danach. Und jetzt kommt das Hauptspiel. Ah, schade, Level steht hier nicht. Schmünter aus Team Gelbwallcode, 15 Stunden haben wir hinter uns. Die Bosse, die wir besiegt haben, sind unten aufgezeichnet. Und jetzt geht es weiter. Durch das heldenhafte Handeln von Schmünter und Fragezeichen Man leckt das Spiel immer noch nicht weniger. Hallo? Danke. Wurde die Zerstörung der Zeit verhindert. Frieden kehrte in die Welt der Pokémon zurück. Und Lex auch. Natürlich stellte sich die Normalität nicht von heute auf morgen ein. An manchen Orten war die Zeit immer noch außer Kontrolle. Aber überall besserte sich die Situation. Schmünter und Fragezeichen Man kehrten zur Knuddeluftgilde zurück. Und fielen zurück in die tägliche Routine des knallharten Trainings. What the fuck, das würde ich nicht mehr freiwillig machen, nachdem ich die Welt gerettet habe. Dann bin ich krass. Eines Morgens, einige Monate später. Ich hoffe, ich kann die Stimmen noch. Was? Abschlussprüfung? So ist es. Die Abschlussprüfung der Gilde. Wenn ihr die Abschlussprüfung besteht, könnt ihr die Gilde verlassen. Ihr seid dann auch das strenge Trainingsprogramm los. Selbstverständlich hängt alles davon ab, ob ihr die Abschlussprüfung besteht. Hey, blauer Guy. Wir sind schon viel länger dabei als die beiden. Warum dürfen Fragezeichen mal und Schmünder die Prüfung vor uns ablegen? Sie haben sich oft genug als würdig erwiesen? Ja. Und immerhin haben sie die Welt gerettet. Herr, warum krieg ich dafür nicht sofort meinen Abschluss? Ich hab fucking die Eiger besiegt und die Welt gerettet. Sie haben sich selbstverständlich das Recht erworben, geprüft zu werden. Und so läuft das. Wir werden euch bald die Prüfung abnehmen. Ich erwarte, dass ihr vorbereitet seid. Krakelo hat letztes Jahr die Abschlussprüfung gemacht. Und ist glatt durchgefallen. Hey. Lass mich in Ruhe! Also, was müssen wir für die Abschlussprüfung tun? Ich möchte, dass ihr die Tiefen eines Gehölzes namens... Sprachenlern-Bubble. Ich möchte, dass ihr die Tiefen eines Gehölzes namens Verwirrwald erkundet. Ihr solltet dort auch einen Ort vorfinden, der Glitzerquelle genannt wird. Glitzerquelle? Ja. Dort ging einst die Pokémon hin, um sich zu entwickeln. Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Im Moment kann sich dort nichts entwickeln. Wir möchten, dass ihr zur Glitzerquelle reist. Und mit ihrem Schatz zurückkehrt. Wenn ihr diesen Schatz zur Gilde zurückbekommt, habt ihr die Prüfung bestanden. Ihr werdet dann als voll ausgebildetes Erkundungsteam anerkannt. Und ihr geht mit vollen Ehren von dieser Gilde ab. Heißt das, wir sind dann Ehrenmänner? Okay, wir müssen... Warum habe ich gerade das Schatz gelesen? Wir müssen den Schatz zurückbringen. Das machen wir, Schmünter.
Aber passt auf diese eine Sache auf. Es gibt dort einen fürchterlich starken Gegner. Der Großmeister in Übels lebt dort. Der... Was? Genau, der Großmeister ist schrecklich durchtrieben. Seine Gegenwart ist so entsetzlich, dass niemand sie wirklich erleben möchte. So, dann mal viel Glück. Bitte, was? Das reicht für die morgendliche Unterweisung. Alles klar, Leute. Gehen wir an die Arbeit. Hurra. Was machen wir bloß, Schmünzer? Der Großmeister allen Übels. Hey, Krakelo. Krakelo, du hast doch letztes Jahr die Prüfung gemacht, oder nicht? Es gibt da was, das wir gerne wissen würden. Kannst du uns erzählen, was der Großmeister allen Übels für ein Typ ist? Tut mir leid, dazu darf ich nichts sagen. Das ist die Gildenregel. Ich darf nicht drüber sprechen, aber ich kann euch Folgendes sagen. Euch erwartet eine schauderhafte, schreckliche Zeit, was ich alles mitgemacht habe. So jetzt, wenn die eine Runde an mich einholt. Okay. Krakelo hat uns nichts Nützliches erzählt. Wäre nicht, ja, das ist nicht das erste Mal. Wir bereiten uns am besten alleine auf die Prüfung vor. Gehen wir nach Schattenstein und machen uns bereit. Ohne Belebersamen. Geilo, Matt. Ich muss jetzt erstmal die Knöpfe wieder finden. Bitte sag mir, ich bin auf einer... Och Gott. Das war's. Ich schaff die Abschlussprüfung nicht. Rip, rip, rip. Ich bräuchte Level 41. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich ohne Belebersamen mit meinem derzeitigen Moveset das schaffen soll. Ich werde vermutlich... Reicht mein Geld für so einen Plan aus? Oh ja, hier ist erstmal. Oh, Fragezeichen, Mann, Schmünter, hi. Moin, Teddy Ursache und Ursaring. Was steht an? Geht jetzt zwar irgendwo hin? Ja, wir gehen laggen. Ich meine, wir wollen zum Verwirrwald. Was? Der Verwirrwald? Ist das dann nicht gefährlich? Habt ihr nicht gehört, der Großmeister allen Übels soll sich da aufhalten? Bitte, was? Von sowas habe ich noch nie gehört. Und ihr glaubt nicht, dass ihr euch irrt. Wir gehen häufiger im Verwirrwald spielen. Wir haben noch nie von einem Großmeister gehört, geschweige denn ihn gesehen. Ihr müsst irgendwelchen Gerüchten erlegen sein oder so. Gehen wir. Tschüss. Oh, glaubt mir, die Prüfung wird noch schlimmer, als ihr euch vorstellen könnt. Irgendwas stimmt nicht. Das klingt überhaupt nicht wie das, was Knuddeluft gesagt hat. Nicht, dass wir irgendwas daran ändern könnten. Machen wir uns fertig. Du bist fett! Du Opfer! Den ich vergrabe... Ach, nicht so... Oh. Ja, mein Plan wäre jetzt... So 9000 habe ich so. Mein Plan heißt... Nochmal sicher gehen. Wir haben an Items... das da. Wir haben einige... Was? Ich habe noch zwei von den Dingern? Ich dachte... Wo hab ich die her? Hab ich die bei Aldi geklaut? Okay, stimmt, aber ich hab ja, wenn die Attacke, die ich brauche, nicht rechtzeitig kommt, noch mein, Donnerblitz. Ich hab grad nur Angst, dass das Spiel sich da auch gedacht hat. Nee, so leicht wird das hier nicht. So, ich hab zwei Belebersamen. Ich hab drei Belebersamen.
Und wisst ihr, was jetzt die Taktik ist? Komplett OP. Heute kommt eine Laberfolge. Moin, Lapras. Lapras kann einen wieder zum verlorenen Land bringen. Aber wir wollen in einen viel krasseren Dungeon als zum Zeitturm. Strandhöhle. Oh, ein Glück, dass ich hier so... Oh, zum Glück habe ich die Treppe hier gefunden direkt. Ansonsten hätte ich gegen Muschas kämpfen müssen. Das wäre so kackschwierig geworden. Zum Ernst, das will ich mir gar nicht vorstellen. Oh Gott. Das wird die schwerste. Okay, ich hab's geschafft. Alter, das hier wird so krass. Dagegen ist nicht mal die Abschlussprüfung was. Okay. Ich bin relativ weit gekommen. Hat aber auch lang genug gedauert. Oh, okay, auf. Nein, das hat ja 4 Ebenen und nicht 3. Scheiße, okay, jetzt darf ich hier kein Pech haben und bei irgendwelchen starken Gegnern spawnen. Oh Gott. Warte. Ich muss jetzt taktisch vorgehen. Was habe ich für Items? Hier. Jawohl, meine Super-Taktik hat funktioniert. Ich glaube, da war noch was. Plosivsamen. Und schnell raus hier. Boah, das war so schwer. Trash-Talk ist wieder am Start. Ah ja. Jetzt mal im Ernst, es ist immer noch dasselbe. Sobald ich dieses Projekt anschmeiß, bin ich hyperaktiv. Schmünter meisterte die Strandhöhle. Sau eindrucksvoll. Zum Glück kann man sowas einfach so machen. Wir haben jetzt sozusagen die Abschlussprüfung für heute geskippt. Oder wäre die so... Ah ja, nee. Wir haben sozusagen die Abschlussprüfung für den heutigen Tag geskippt. Und das kann man so oft machen, wie man will. Und dann geht man eben zur Abschlussprüfung, sobald man sich dafür bereit fühlt. In meinem Fall so oft wie möglich durch die Strandhöhle rennen, hoffen, dass Kecleon neue Belebersamen in den Shop bekommt. Unter 5 von den Dingern werde ich garantiert nicht losgehen. Und dann auch nur mit heftigen Safe States, damit ich alle bis zur letzten Ebene mitnehmen kann. Jawohl, ja. Ihr zwei solltet euch auf eure Abschlussprüfung konzentrieren. Mach ich nicht. Ja, gerne. Heute nicht. Ich könnte natürlich auch mal gucken, ob es irgendwelche Missionen gibt, die einfach sind, für die ich Belebersamen bekomme. Das wollte ich nicht. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen Tag Strandhöhle und dann gucke ich mal, ob es irgendwie Missionen gibt. Hoffen wir einfach, dass Kecleon kein Keck ist. Aber andererseits, warum würde er dann so heißen, wenn er keiner wäre? Seht ihr? Richtiger Keck! Na, ich gehe schon mal in die Mission. Mal im Ernst, vielleicht kommt euch das gerade übertrieben vor. Ich meine, ich bin zum Finale auch nur mit sau wenig Belebersamen aufgebrochen. Und es hat geklappt. Aber diese Abschlussprüfung ist wirklich
Ich muss mal Screen wechseln. Ich guck offscreen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Niemand! Es ist... keine einzige Mission. Es gab eine für diesen Goldband. Gibt tatsächlich... Ich wusste gar nicht, dass die wirklich so random einfach auftauchen können. Ja. Eine Schatznotiz. Was heißt denn das? Ich muss mal kurz... LCD Layout. Horizontal. Na toll, die ist für einen Dungeon, den ich noch nicht habe. Auch wenn ich sagen muss, von der Beschreibung her könnte das der Verwirrwald sein. Ja, nächste Runde. Also, wie war denn so euer Tag, Leute? Das Smalltalk-Walross wieder heftiger am Reincracken. Wen jucken diese Boxen jetzt mal ganz zahnig? Ja, also, was läuft denn bei euch so? Bei mir ist zahnig. Ich hab endlich nächste Woche Ferien. Danke. Zwar nur 2 Wochen und diese Woche darf ich noch 2 arbeiten, muss ich noch schreiben. Eine hatte ich heute. Also ich gehe davon aus, ihr seht das Video am Aufnahmetag Montag, deswegen. Ja, schön an 3 Tagen in Folge erste, zweite Hauptfach schreiben. Wer denkt sich sowas aus? Aber ich muss sagen, das Schlimmste habe ich zum Glück schon hinter mir. Mit meiner 2. Fremdsprache Spanisch. Ich sage euch, ich weiß nicht, ob ich es bereue, Spanisch gewählt zu haben. Aber dass man überhaupt eine 2. Fremdsprache machen muss, ne? Ich könnte keine von den 3 Sprachen. Punkt. Und deswegen kann ich halt auch nicht sagen, ob die anderen besser oder schlimmer wären. Auf jeden Fall ist Spanisch schlimm. Und ja. Punkt. Schmünter ist schon wieder krasser, Junge. Tag zu Ende. Jo, morgen wird wieder krass. Auch wenn Cake Leon nicht gerade 3 Belebersamen drin hat. Jetzt mal im Ernst, die Abschlussprüfung kommt wohl erst in der nächsten Folge. Es ist wirklich eine sehr, sehr krasse, spannende Folge hier. Direkt nach dem Finale. Er sagt direkt danach, ne? Irgendwie, keine Ahnung, wie viel Zeit genau vergangen ist, aber einen Monat schon. Oder mehr. Ja, moin moin, wir sind's wieder, Plaudergei. Halt einfach die Fresse und erzähl mir nicht, dass ich die Abschlussprüfung machen soll. Du sollst die Abschlussprüfung machen! Ja, danke. Da hinten, da guck mal, wo gerade dein hässliches Gesicht drüber klebt. Da ist die Tür und jetzt verpiss euch alle. Wieder kurz die Mission durchchecken, bis gleich. Überrascht es irgendwen, wenn ich sage, dass es keine Belebersamen gibt? Nein? Oh. Ja. Das ist jetzt natürlich echt toll. Cake Leon, sag mir bitte, dass wenigstens du welche hast.
so 2-3 Stück und ich würde mir... Junge! Mit 3 von den Dingern brauche ich nicht losgehen. Das sage ich euch, wie es ist. Wenn ich mit 3 von den Dingern losgehe, kann ich auch gleich mein Headset heute zu Abend essen. Yo. Moin, Lapras. Ich glaube, der oder die, ich glaube, das Geschlecht von Lapras wurde hier in dem Spiel nicht definiert. Ich denke aber, wenn dann er... Der hält uns ja bestimmt auch nicht für die hellsten Leuchten auf dem Kerzenleuchter. Sagt man das so? Scheiß drauf. Wie wir hier jeden Tag lang gerannt kommen, um in die Strandhöhle zu gehen. In den einfachsten Dungeon. Nachdem wir schon die Welt vor der Zerstörung der Zeit gerettet haben. Wofür wir Dialga besiegt haben. Yo. Digga. Es kann doch nicht sein, dass in diesem Dungeon... Ey, komm. Das ist ein Gag. Ich habe noch nie... Du leidest. Ich habe noch nie erlebt, dass es in der Strandhöhle so lange gedauert hat, die Treppe zu finden wie gerade. Kriegst eine Schelle. Kriegst auch eine Schelle. Schlafsamen. Geh pennen. Letzte Ebene. Spannende Folge. Die Strandhöhle ist wieder am Start. Belebersamen können hier, glaube ich, gar nicht sein. Ich muss gleich mal ausmisten. Weißt du was? Lass mich durch. Wir haben wieder einen krassen Dungeon geschafft. Wir bereiten uns gut auf die Abschlussprüfung vor. Die dürfte etwa das gleiche Level haben. Und wie gesagt, ich mache jetzt zwar gerade regelmäßig Witze drüber, aber unterschätzt ja nicht die Abschlussprüfung. Die, mal im Ernst, ich persönlich, viele finden immer der letzte Kampf der gesamten After-Story, die übrigens deutlich länger ist, als man vielleicht denkt. Also wenn wir wirklich die After-Story komplett durchzocken, ohne die Bonus-Episoden dazwischen, war das Finale Part 39, glaube ich. Wäre schon dann was, wenn wir bis 60 fertig wären. Würde ich aber nicht drauf wetten. Also da kommt wirklich noch ein gutes bisschen was. Und dazu müssen wir erstmal die Abschlussprüfung schaffen. Und dafür sollten wir noch Items bekommen. Ja, moin Leute! Wieder Zeit zum Knechten! Macht jetzt endlich eure perfekte Prüfung! Die Prüfung mache ich nicht so bald. Übrigens, falls irgendwer keine Ahnung hat, warum ich überhaupt immer cutte, wenn ich mir die angucke. Hier auf dem Emulator kann ich nicht gescheit beide Screens einblenden und dann auch noch dazu aufnehmen. Überraschung, Kekleon, bitte.
Beende mein Leiden, damit wir in der nächsten Folge die Abschlussprüfung machen können. Tu mir das nicht an. Hallo, ich bin's. Oh, der Ehrenmann. Der Ehrenkeckleon-Mann. 5. Ich würde sagen, ich gehe das Risiko ein. Für heute werden noch Items sortiert und ab morgen, oder wenn ich morgen aufnehme, also in der nächsten Folge, geht es dann auf zur Abschlussprüfung der Gilde. Werd ich es schaffen, sie zu bestehen mit vielleicht mein scheiß Lager ist voll. Bra, das habe ich noch nie erlebt, dass das Lager voll war. Ja gut. Was sagt denn das? Ich bräuchte einen neuen Rang halt. Ich bin aber auch übel niedriger Rang dafür, wie weit ich eigentlich im Game bin. Ich glaube, letztes Mal war ich hier schon 2 Ränge höher. Sinelbeeren habe ich alle, die ich... So, das ist dann die Ausrüstung, die ich mitnehme. Bänder, sowas hab ich hier. Falsch. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, was das für die heutige Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Sorry, dass es jetzt nicht unbedingt spannend war. Aber hey, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns in den Verwirrwald aufmachen, um die Abschlussprüfung der Knuddelluft-Gilde zu bestehen und vielleicht Absolvent zu werden. Hier ist mein Geldgeist. Wir sehen uns, bis dann und ciao.